Am 5. Spieltag in der Landesliga Gruppe 3 hatte der Tabellenführer FC Remscheid den FSV Vohwinkel am Sonntagnachmittag zu Gast im Röntgenstadion. In der zweiten Minute Adis Babic klug raus auf Patrick Posavec und der mit Wumms, aber Keeper Nils Ole Engels kann parieren. Die sechste Minute, langer Ball nach vorne, Posavec hält den Ball nicht nur im Spiel, sondern bringt ihn aufs Tor und über die Linie. Das frühe 1:0 für den FCR, wie letzten Sonntag wieder durch Posa. In der 15. Minute Freistoß für den FC Remscheid, getreten von Posavec. Und Keeper Nils Ole Engels lenkt den Ball unglücklich ins eigene Tor. Das 2:0 für den FCR. Die 24. Minute. Wieder der starke Posavec auf links. Flanke, aber der Kopfball von Armen Shabashian verpasst knapp das Tor. In der 27. Minute. Ecke Vohwinkel. Getreten von Alfonso Henok Manata. Keeper Horn mit Problemen, Gewusel im Remscheider Strafraum und auf einmal ist der Ball drin. Torschütze ist Benjamin Kansis und es steht nur noch 2:1 für den FCR. Die 38. Minute, wieder eine Ecke für Vohwinkel, wieder getreten von Manata. Am Ende Nico Korpilla aufs leere Tor, aber Sehat Kakmaz mit einer überragenden Rettungstat. Glück für die Remscheider. Und Vohwinkel blieb gefährlich. Die 41. Minute, Abschluss von Toni Zupo, aber er verzieht frei. In der 43. Minute mal wieder die Remscheider im Angriff, aber Germano Bonanno verzieht in aussichtsreicher Position. Zur Pause führt der FC Remscheid gegen den FSV Vohwinkel mit 2:1. Zur Pause musste Daniel Seibert verletzt raus und das schwächte den FCR. Vohwinkel hatte mehr vom Spiel, aber keine Chancen bis zur 71. Minute. Nach einem Freistoß von Vohwinkel die Remscheider im Glück und mit Moritz Horn im Tor. Die 77. Spielminute. Langer Ball von Dylan Oberlies nach vorne. Dort ist der eingewechselte Hamza Al-Khalil und der chippt ins leere Tor. Das erlösende 3:1 für die Remscheider. In der 79. Minute mal ein Konter der Remscheider. Hamza Al-Khalil auf dem Weg zu seinem zweiten Treffer. Nein, er bekommt den Ball nicht im Tor unter. In der 90. Minute nochmals die Remscheid im Angriff. Adis Babic wieder mit einer guten Vorlage. Der eingewechselte Sebastian Bamberg trocken in die Maschen. Toller Treffer und das 4:1 für den FCR. Am Ende gewinnt der FC Remscheid mit 4:1 gegen den FSV Vohwinkel. Aber die Partie war viel, viel enger, als das Ergebnis suggeriert. Die Remscheider bleiben mit 12 Punkten nach 5 Partien auf Tabellenplatz 1. Und weiter geht es für den FC Remscheid am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei TuS Essen. Anstoß ist um 15:30 Uhr.